Ja, funktioniert auch. Wie sie geschrieben hat, da bringe ich also ein weiteres Zitat aus diesem Text. Da geht es eben darum, keine realistischen Darstellungen des Leidens der Frauen. Also wie kann man dem entgegenarbeiten? Also wie schon gesagt, es geht eben um diese intellektuellen Feindlichkeit der Frauenbewegung. Und wenn man eine realitätsgetreue Abbildung der Verhältnisse zum Beispiel der Ausbeutung der Arbeiterinnen beschreiben möchte, kommt es zu einer Aneignung. Also mit den Worten Jelineks wird diese Ausbeutung gepachtet. Und ich möchte jetzt ein weiteres Zitat vorlesen. Es gibt auch andere ästhetische Methoden, Ausbeutung erfahrbar zu machen. Vielleicht sogar durch die Beugung der Wirklichkeit, was nicht deren Verfälschung bedeuten muss. Abstraktion gilt offenbar als intellektuell und daher entartet. Also mir erscheint es hier, Zitat Ende, mir erscheint es hier beachtlich, dass in dieser Stellungnahme gerade die Frage der ästhetischen Darstellungsweise am Thema der Ausbeutung sich entzündet, was ja schon sehr natürlich bedeutend ist. Und was meint nun Jelinek mit Beugung der Wirklichkeit? Das Wort Wirklichkeit kommt ja vor, also der Wirklichkeitsbezug wird hier gewahrt, aber die Darstellung in der Sprache, die Wirklichkeit des Bewusstseins ist, erzeugt ein Spannungsverhältnis dazu. Und jetzt müssen wir uns eben fragen, wie geht da Jelinek vor? In einem Interview aus dem Jahre 78, also ein Jahr nach der Versammlung, nach diesem Text, sagt sie, ich arbeite immer mit Satire und ich funktioniere nur im Beschreiben von Wut. Also, Beugung der Wirklichkeit heißt satirisch schreiben, verzerren und verfremden im sprachlichen Verfahren, um eben Missstände zu entlarven. Ich möchte jetzt noch einen, sagen wir, eine Stellungnahme, einen essayistischen Text aus dem Jahre 77 erwähnen, und zwar von Natur aus Sinn, drei Pünktchen, weil in diesem Text kommt auch ganz klar zutage, wie dieses satirische Verfahren funktioniert. Da werden, und ich bringe dann ein ganz kleines Zitat, da eben werden die binären Oppositionen, also die ganz traditionellen binären Oppositionen Natur, Kultur, Frau, Mann, Körper, Geist, Innen, Außen, mittels verzerrender Zitate der üblichen Phrasen persifliert und zur Schau gestellt. Das Zitat zum Beispiel eines, nur ein ganz kurzes, weil wir haben ja nicht so viel Zeit, Frauen sind das Elementare, die Männer sind das Element, in dem sie sich bewegen wie der Fisch im Wasser. Und apropos, um zu zeigen, wie das funktioniert, und dann können wir auch auf die Frauenfiguren eventuell zurückkommen, aber um zu zeigen, wie das funktioniert,
Du hast das erwähnt mit dem, dass die Frauen eben auf den Körper reduziert werden. In einem Text aus dem Jahr 95, mit dem Titel Die Frau und K. wird das wirklich ad absurdum geführt, dieses Reduziertwerden auf den Körper, mit ganz, also ich sage das dann später, mal sehen, ob Sie das selbst erkennen, auf welchen Text das anspielt. Ich kann hier nur den Anfang zitieren und das Ende. Die Frau und ihr Herr Körper, also K. ist der Herr Körper, die Frau und ihr Herr Körper gehören zusammen. Das, was man sieht, ist schon alles in Blockschrift. Darüber hinaus ist nichts. Und dann den Schluss, denn Herr K. ist selbst das, was kommt und gleich, denn, Entschuldigung, Herr K. ist selbst das, was kommt und gleichzeitig der Türhüter, der es nicht durchlässt. Und jede Frau hat ihren eigenen. Und meist traut sie sich selbst nicht, durch ihre eigene Tür hindurch zu gehen. Es gibt ja mehrere Kafka-Anspielungen im Werk von Elfriede Jelinek. Ja, das ist ein Beispiel, wie sie auch mit der sogenannten Intertextualität vorgeht und umgeht. Das hat alles eben mit diesem Schreibverfahren zu tun. Das war alles etwas, was eben in der Frauenbewegung nicht so gut angekommen ist, auch weil es keine positiven Identifikationsfiguren gegeben hat in ihren Texten. Ja, ich denke, das ist eines der wichtigsten Punkte, dass ihre literarischen Verfahrensweisen, ihre Ästhetik, die eben ein identifikatorisches Lesen ganz unmöglich macht und das zunächst eher satirisch war und wenn wir die Weiterentwicklung anschauen, eben auch immer stärker postmodern in dem Sinne, dass sie sich also nicht positioniert und keine Wahrheiten und keine Moral uns erklärt, was sie ja nie getan hat, aber was sie jetzt, Heinz Sichrowski hat einmal so Zitate gebracht, ich weiß nichts mehr, ich verstehe nichts mehr. Also das häuft sich natürlich bei ihr. Das heißt, sie verweigert sich immer mehr sozusagen der eindeutigen Aussage und sieht sich auch als Künstlerin des Dazwischen. Diese Literatur, eben diese Verfahrensweisen haben sie natürlich auch nicht so leicht konsumierbar gemacht. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Und das ist vielleicht ja auch das Interessante, dass Elfriede Jelinek zwar über Ausbeutung und über Frauen schreibt, bei den Liebhaberinnen am Land, über Arbeiterinnen, und man hat ihr dann vorgeworfen, naja, aber so wie sie jetzt agiert und sie ist doch ein Teil der Hochkultur und sie ist doch auch so modisch gekleidet und sie passt doch gar nicht sozusagen zu dem, wie passt KPÖ und Designerkleidung zusammen. Also immer wieder haben wir eben genau dieses Zusammen von paradoxen oder vorgeblich unmöglich zusammenpassenden Dingen bei ihr, finde ich. Und das macht es vielleicht auch so schwer, sie sozusagen in der Frauenbewegung dann zu vereinnahmen, weil sie sich eben da auch gar nicht festlegen lässt.